Welches Fahrzeug ist neu in GTA Online und was sind die neuen Rabatte? Wir sprechen in diesem Video über die neue Eventwoche von GTA Online. Viel Spaß dabei! Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Gestern ist wohl der größte Albtraum für einen Gamer wahr geworden. Ja, mein PC hat sich verabschiedet. Wahrscheinlich Motherboard oder Netzteil. Ich hoffe, dass es das Netzteil ist, aber ich gehe ganz ehrlich davon aus, dass mein Mainboard sich nach knapp einem Jahr dachte, nö, überhaupt kein Bock mehr. Insofern nicht wundern, wenn das Video hier vielleicht etwas notdürftig wirkt. Ich gebe aber natürlich trotzdem mein Bestes, um den Qualitätsstandard auf meinem Kanal dennoch möglichst hoch zu halten. Aber ich würde sagen, wir labern noch gar nicht mehr ewig herum, sondern wir starten direkt mal rein ins Video. Wie immer möchte ich damit beginnen, welche Missionen uns diese Woche doppelt Geld und doppelt RP bringen. Und zwar sind das alle Bunker-Verkaufsmissionen, mit welchen wir im Moment abnormal viel Geld machen können. Und auf alle Bunker-, Casino- und Raketenabschuss-Basis-Gegner-Modis. Also wer von euch Gegner-Modus-Fan ist, nur eine Schlitzer im Casino macht auf jeden Fall Laune. Außerdem sind gerade unsere Mitarbeiter und Forscher im Bunker auf Speed, denn unsere Forschung im Bunker läuft diese Woche doppelt so schnell. Wenn wir uns einmal in GTA Online einloggen bis nächsten Mittwoch, bekommen wir noch das Rapid Aged T-Shirt geschenkt, also für alle T-Shirt-Sammler unter euch. Geht einmal in GTA Online und holt euch dieses gratis Sammlerstück ab. Das neue Podiumsfahrzeug diese Woche ist der Peugeot Custom, so wie von mir gestern im Video bereits vorhergesagt und auch schon gestern erwähnt, aber jetzt nochmal bestätigt, ist heute in GTA Online der Slam Truck neu ins Spiel gekommen. Dieser kostet 1,3 Millionen GTA-Dollar und ist ein absolut nices Fahrzeug, was wir da alles tunen können. Mit einer hydraulischen Feder, um hoch und runter zu fahren. Wir können Autos abschleppen. Das Ganze ist schon wirklich extrem cool gemacht und ich feiere dieses Auto extrem. Ob es aber wirklich 1,3 Millionen Dollar wert ist, ich weiß ja nicht. Am Ende von diesem Video hier zeige ich euch auch nochmal das Tuning-Gameplay. Also falls du nochmal sehen möchtest, was man alles genau tunen kann, dann wart einfach bis zum Ende ab. Dort zeige ich dir das Ganze nochmal. Was die Rabatte angeht, sind wir diese Woche auch super ausgestattet. Und zwar erhalten wir 40% Rabatt auf die Bunker, 30% Rabatt auf die Bunker-Renovierungen sowie 40% Rabatt auf den MTW. Er kostet jetzt nur noch 1,9 bis 1,4 Millionen. Auf den Caracara, er kostet jetzt knapp 1 Million. Auf den Caracara 4x4, den ich auch nur empfehlen kann, er kostet jetzt 525.000. Auf den GB200 für jetzt 600.000. Und 25% Rabatt auf den Winky. Er kostet jetzt zwischen 600 und 800.000 und ist damit mein absolutes Lieblingsfahrzeug vom Cayo Perico Heist DLC. Also wer den Winky noch nicht hat, Freunde, holt ihn euch. Er ist einfach nice. Das neue Premium-Rennen für diese Woche nennt sich Cutting Corners, das neue Zeitrennen LSIA und das neue RC Bandito-Zeitrennen La Fuente Blanca. Twitch Prime-Mitglieder erhalten diese Woche gegen meine Erwartungen neue Rabatte und zwar weiterhin kostenlos die Sonarstation und 200.000 GTA-Dollar. Aber anstatt wie letzte Woche auf das Patrouillenboot, den Longfing und das bewaffnete Dinghy, erhalten wir diese Woche 80% Rabatt auf den Osiris, er kostet jetzt 390.000. Und 70% Rabatt auf dem PR4, er kostet jetzt 1 Million. Und Freunde, ich kann euch bei diesen beiden Fahrzeugen nur mal ans Herz legen, wenn ihr den Osiris noch nicht habt, euch einen zu holen. Besonders, wenn ihr auf Level Asian Maps steht, denn es gibt viele Level Asian und Rennmaps, wo man den Osiris nehmen muss. Und wenn man dann eine getunte Variante hat, ist das natürlich ein klarer Vorteil. Und wenn du Twitch Prime Mitglied bist, dann kannst du mich damit gratis unterstützen. Wusstest du das? Klick einfach einmal auf den Link in der Videobeschreibung. Dort kommst du direkt zu meinem Twitch Profil und kannst dort gratis subben, also VIP werden. Denn wenn du Twitch Prime hast, ist das Ganze für dich kostenlos. Und mich unterstützt du damit somit gratis. Und bevor das Video zu Ende ist und wir zum Tuning Gameplay kommen, möchte ich mich nochmal exklusiv bei ein paar Leuten bedanken, die diesen Kanal so unglaublich heftig unterstützt haben und zwar bei den Superstars und den Legenden auf diesem Kanal. Somit ein großes Dankeschön an Ender King, an Ave Gamers, an Philipp Graf, Alex Hunt, Forza Fire, Luke 100, Happy Gamer, Patrick Tam und Chris. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr diesen Kanal hier jeden Monat so unglaublich krass unterstützt. Und ja, das war's dann jetzt auch schon mit dem neuen Eventwochenvideo. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so ist, lass doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal, um wirklich nichts mehr rund um GTA Online zu verpassen. Wir sind gerade auf dem Weg, die 120.000 Abonnenten zu knacken. Und es wäre zu heftig,
wenn wir die bald mal erreichen. Nun gut, jetzt würde ich aber sagen, ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Kommt morgen gut ins Wochenende und ich bereite mich weiter auf meine Matheprüfung am Samstag vor, auf die ich übertrieben viel Bock habe. Juhu! Nun gut, hier aber noch das Tuning-Gameplay und damit macht's gut. Haut rein, bis bald und ciao! Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Let's go. I call but you don't answer, so I write this open letter. When I left, the world was broken, I just hope it's gotten better. Y'all argue who's the greatest, I left quotes for y'all to measure. Y'all were focused on who's clever, I was focused on forever. Back when I would rock the hand-me-downs with holes inside my sweater. Thrift store shopping like I dove inside some treasure. Way before the Ben Haggerty's on these magazines, I was an average teen, not thinking about this thing called rap. Cause there's this thing called white, and there's this thing called black, and there's this thing called life, and I think we're all attached. It's funny how my train of thought runs on these things called tracks. Marty McFly, I'm in the future, try and bring y'all back. Pick it up and slam it down, that's just how the game goes. Telephone, telephone, I just hear the same tones. Where I'm from, it's not too often that we see them rainbows. So we let the rain flow, then we change clothes. There's such a difference between us and a million. That's right. Miles. We gonna get him with this one. Changing mind from here to overseas, they put belief in my designs. It's getting deep, I feel the world is trying to sneak inside my mind. It's harder to define than artistry and rhyme. It seems like our journey is partially divine. I still have days where it isn't all sublime. Even though I'm on the grind, I gotta slow up for the signs. And recently I'm seeing that it's more than just emceeing. Where my homie has a son, but these court orders just to see him. A generation troubled, and I just wanna free him before machines are looking at human beings inside of me. Take a bite and see.